Tag 4. Hallo, seht euch die ganzen Dinge an. Ich wünschte, ich würde ihr nachts so viel mitbringen. Ja, diese Nacht ist anscheinend nichts passiert. Roman hat auf jeden Fall wieder einige Sachen bekommen in der letzten Nacht. Und damit herzlich willkommen zurück bei This War of Mine. Und wir haben auf jeden Fall wieder zwei dicke Sachen zum Eintauschen gekriegt. Schmuck und Alkohol, sehr wertvoll für den Händler. Und wir gehen jetzt mal direkt runter und schauen, was wir bauen können. Oder, nee, ich wollte am besten gucken, ob wir aufrüsten können, genau. Hier fehlen uns immer noch Bestandsteile und Holz. Aber ich glaube, den könnten wir aufrüsten. Immer noch nicht, es fehlt Holz. Wir haben alles außer Holz. Nun gut, das heißt, wir bauen jetzt unseren Regenwassersammelbecken. Und den bauen wir, wo bauen wir den denn hin? Den bauen wir hier hin. So, währenddessen darf Bruno wieder eine Runde kochen. Und da es nur für eine Person reichen wird, wird Arika was essen. Ja, du machst dann erstmal Brennstoff. Ohne Brennstoff kommen wir ja nicht weit. Und jetzt machst du bitte eine Suppe fertig. So, Arika hat jetzt was gegessen, das ist sehr schön. Dann schauen wir mal, ob wir was bauen können mit den ganzen Teilen. Und wir werden gleich Regenwasser herstellen, müssen dafür aber zuerst Filteranlagen bauen. Nur Dietriche. Nicht gut, nicht gut. Was fehlt uns denn für die Brechstange? Für die Brechstange fehlen uns Bestandteile. Und ich glaube, das Sägeblatt, dazu müssen wir die Metallwerkstätte erst aufrüsten. Wir können sonst nichts mehr bauen, außer die Bedingens, die Filteranlage. Davon machen wir jetzt auch erstmal einen fertig. Dann geht als nächstes Arika raus. Und wir lassen sie einen Dietrich herstellen. Damit haben wir zwei Stück. Und dann schauen wir mal, womit wir es sie dann rausschicken. So, Roman macht jetzt noch die Filteranlage hier fertig. Einmal viermal Wasser herstellen. Du hast noch gar nichts gegessen, Bruno. Biografie von Bruno. Einst war ich Optimist. Ich hätte schwören können, dass ein Krieg hier unmöglich gewesen wäre. Kriege passieren weit entfernt in Ländern der dritten Welt. Das dachte ich zumindest. Sogar als die Nachrichten von Tag zu Tag beängstigender wurden, konnte ich mir nicht vorstellen, was uns noch bevorstand. Haben wir bei den anderen auch einen Eintrag? Nein. So. So, die Filteranlage läuft. Dann geht jetzt Roman auch was essen, dann geht Roman sich hinlegen. Ja, langsam müssen wir definitiv Kippen organisieren. Sie werden leicht aggressiv. Was jetzt nicht so schön ist. Und ansonsten haben wir erstmal alle wieder zufriedengestellt. Wir haben noch drei Konservendosen, das heißt, der nächste Tag ist auf jeden Fall noch gerettet, was an Nahrung betrifft. Wasser wird auch hergestellt. Roman schläft. Das heißt, wir können den Tag jetzt beenden, sofern jetzt nicht noch jemand kommt. Ich werde mal so bis 12, 13 Uhr abwarten. Ich glaube, das war so die Stoßzeit, wenn Leute überhaupt gekommen sind. Wenn sich bis spätestens 14 Uhr nichts getan hat, werden wir den Tag beenden. Das finde ich ist eine gute Zeit. So, wir haben jetzt 1 Uhr. Wenn sich um 2 Uhr immer noch nichts tut, werden wir den Tag dann beenden lassen. Und Arika wird dann wieder auf Schleichtour gehen. Wenn wir kurz mal auf unsere Sachen schauen, was brauchen wir denn unbedingt? Wir haben auf jeden Fall noch Nahrung für einen Tag. Das heißt, das ist keine Priorität. Wir haben Wasser 2 Stück. Wasser wird auch gerade hergestellt. Das geht also auch noch. Wir haben Teile relativ wenig. Wir haben genug elektrische Teile. Dafür brauchen wir also nichts. Brechstange
Wir bräuchten auf jeden Fall Bestandteile und Holz. Also unser Ziel sind Bestandteile und Holz. Das hat Vorrang und es kommt keiner mehr, also werden wir den Tag jetzt beenden.